Ja, wir machen das einfach jetzt mal, der Rest halber. Mal gucken, was dann passiert. Ach, ich kann es deaktivieren. Okay, wir können also nur eine davon gleichzeitig aktivieren. Okay, macht Sinn. Alles klar, dann habe ich das verstanden. Wow! Böse Orks. Im Vorgänger konnte man aber doch durch Merian auch seine Lebensenergie erhöhen, oder? Geht das hier auch? Interesse halber. Inventar, Markt, Aufträge, Armee, Charakter. Nee. Inventar vielleicht irgendwie. Das sind nur die Waffen, okay. Tausend für den Juwelenplatz. Uiuiui. Wie können wir unseren Charakter verstärken? Im Sinne von Lebensenergie. Kann man hier irgendwas umschalten? Nee. Keine Ahnung. Kommt vielleicht noch. Okay. Der hat wohl einen Schatz dabei. Wohl ein bisschen. Ein Juwel sogar. Super. Ein Kriegerjuwel. Lauf, Talion, lauf zum letzten Merian. Natürlich schleicht hier jemand rum, nämlich ich. Lauf, lauf, lauf. Schnell, schnell, schnell. Und da in der Ecke haben wir unser letztes Isildin. Bin ich gespannt, wo die Tür ist. Ja, wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Ö? Oder kommt die Tür später erst? Wir müssen jetzt hier nur sammeln. Ich denke mal nicht, dass es mehrere Türen gibt, oder? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, wir haben jetzt genug Nebenaufgaben gemacht. Ich würde gerne noch eine Hauptaufgabe starten. Das machen wir jetzt. Hallo? Laufen wieder ein paar Leute hinterher, ne? War nicht so gut. Uiuiuiui. Eieieiei. Okay, war jetzt gerade eine Notbremse hier, das Ganze so zu machen. Na gut. Ich verstehe noch nicht ganz, das macht Fokus und so weiter, für was man was braucht. Also, was wir vorhin nicht aufzehren konnten, lag, glaube ich, tatsächlich daran, dass wir betäubt waren von dem Ohrkaufmann. Schätze ich mal. Kann nicht sein, dass hier überall die Orks die Menschen gefangen nehmen. Wisst ihr was? Das mache ich gar nicht mit. Tschüss. Ne, direkt bei der Festung. Dann machen wir es halt so. Okay, die Pfeile nehmen wir mit und runter zur Aufgabe. Ich fiel ihm auf dem Schlachtfeld anheim. So siehst du auch aus. Windende Wärme überkam. Aber tausend zuckende Maden krochen über mich und in mich hinein, fraßen das tote Fleisch von meinen Wunden. Jetzt sind sie bei mir. Für immer eine kriechende, sich windende, ewige Qual. Alter. Tut mir voll leid, mein Freund. Das will ich ja gar nicht.
Extreme, was? Ich glaube, der hat Angst vor uns. Aua! Freundchen? Ich fürchte. Was? Ach, das ist... Alter Schwede, hör doch mal auf damit! Der macht mit voll viel Schaden. Weißt du was? Tut mir leid, Mann. Tut mir leid. Ein neuer Umhang, oder? Der Inbegriff des Grauens. Ey, was ist denn das? Gut, dass er tot ist. Andere werden kommen. In Mordor gibt es unzählige wie ihn. Was sind das für komische Umpel, die überall kommen? Diese komischen Leuchtbomben. Egal, wir haben einen neuen Umhang. Meine Güte. Boah, der war aber echt extrem eklig und gut gemacht, oder? Inventar. Umhang. Ein Geschenk von Talions Frau, ein Mantel aus Gondor. Was bringt der? Schleichen 5. Okay, so verstärken wir die Sachen. Übrigens, wir verstärken auch unsere Lebensenergie durch die Rüstung. Guck mal hier. Maximale Gesundheit. Oh, schick. Alter, das ist aber echt genial, oder? Guckt's euch an. Okay. Jetzt müssen wir wieder einen Ork verzehren, um wieder Lebensenergie zu bekommen. Das ist ein bisschen problematisch. Der läuft gerade weg. Wir lassen ihn mal laufen. Komm. Oh Mann. Ja, ihr merkt schon, ich glaube, das wird ein sehr, sehr langwieriges Projekt, weil es einfach viel zu tun gibt. Okay, und hierhin startet die Mission. Auf nach oben. Hoch, hoch, hoch. Und runter. Runter. So. Schatten der Vergangenheit. Am Fuße der Festung. Sieht das gut aus. Finde Celebrimbors altes Lagerhaus und erkunde die Erinnerungen seiner vergangenen Kämpfe gegen Sauron. Belohnung Elbenwutfähigkeit. Finde Celebrimbors uralten Hügelgräber. Unter der Stadt, ja. Oh, ich freue mich aber so riesig. Irgendein Ort vor Sauron sicher ist, sind es diese Hügelgräber. Zeichen dessen, dass selbst die Macht des dunklen Herrschers ihre Grenzen hat. Ich nehme dich beim Wort. Aber der Umhang macht das richtig schnieke gerade, oder? Guckt's euch mal an. Das sieht richtig gut aus. Also nichts gegen den Umhang von Talions Frau, ne? Betritt die Geisterwelt. Oh, guckt mal. Vor langer Zeit marschierte meine Armee gen Mordor. Wir begruben unsere Gefallenen in Hügelgräbern wie diesen. Unsere stärksten Krieger ruhen in diesen Hallen, geschützt durch mächtige Magie. Und wir nutzten all unsere Künste, um die Kräfte der Elben in der Schlacht einsetzen zu können. Und du hattest den einen Ring. Ja. Und mit ihm schuf ich eine Armee. Ich führte den Sturm gegen Sauron an. Ne. Ne. Baue Zorn auf, indem du Feinde tötest. Wenn dein Zorn vollständig geladen ist, drücke beide Sticks, um deine Elbenwut zu entfesseln. Tippe mehrmals X, während du Elbenwut nutzt, um schnell Ork-Fußsoldaten zu töten.
Ziele mit dem linken Stick auf einen feindlichen Hauptmann und halte X gedrückt, um ihm massiven Schaden zuzufügen. Während du Elbenwut nutzt, hast du unbegrenzt Macht und Elbengeschosse. Guck mal bitte kurz unsere Waffen auf dem Rücken, Leute. Wir sind Celebrimbor. Alter Schwede. Töte Feinde, um Zorn zu erhalten. In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Ich hab der super gerade. Ich meine, er hat sogar andere Kampfanimationen, oder? Das ist richtig gut gemacht gerade. Elmwut aktivieren. Oh, Leute! Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Gänsehaut. Aufgabe abgeschlossen. Leider nur 5 von 10. Oh, toll. Schatten der Vergangenheit. Erlebe die Geschichte des ersten Krieges. Ist das krass. Um Mordor zwischen Celebrimbor und dem dunklen Herrscher. Indem du die Auftragsreihe Schatten der Vergangenheit abschließt. Für das Abschließen aller Aufträge erhältst du die Rune des hellen Herrschers. Für das perfekte Abschließen aller Aufträge erhältst du den Hammer des hellen Herrschers. Der Ring bleibt vorerst verloren. Doch den Palantir können wir schützen. Dann gehen wir zur großen Halle. Idril ist dort. Vielleicht kann sie uns helfen. Was ist denn das hier? Das ist jetzt die Erinnerung nochmal, die ich gerade gespielt habe. Ja, dann machen wir die jetzt nochmal, weil ich werde das jetzt hinbekommen mit den 10 Gegnern. Ich habe mich nur sehr doof angestellt, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert. Als Sauron seinen Verrat enthüllte, erhob ich die Waffen gegen ihn. Hey, das war gerade gar nicht. Sauron war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Ist das cool. Es ist halt wirklich, das ist das, was das Spiel so extrem gut kann, oder? Massenschlachten darstellen. Das funktioniert einfach so gut und es läuft so sauber.
So, jetzt Elbenhut aktivieren. Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert. Das hat ja nicht geklappt. Doch? Wie, die sind alle gestorben gerade, die da waren? Na gut, dann, ja, wie auch immer wir das gemacht haben, ich akzeptiere. Gut. Geschliffenes Juwel des Wohlstands haben wir bekommen. So, jetzt müssten wir doch die Tür hier theoretisch freischalten können, oder? Isildin-Tür. Diese Tür ist durch eine Isildin-Inschrift versperrt. Finde das fehlende Isildin, das über das Gebiet verteilt ist. Kehre mit ihm zurück, um das uralte Gedicht wiederherzustellen, um die Artefakte im Inneren an dich zu nehmen. Verwende das gefundene Isildin, um das Gedicht wiederherzustellen. Die Tür öffnet sich durch das Vorlesen der Inschrift und offenbart so die dahinter verborgenen Relikte. Das hört zu schön, hört sich zu schön an, um wahr zu sein. Sehr cool aus hier. Rätsel wiederherstellen. Oh Gott, ernsthaft? Im Lande Mordor, wo... Ach, ist das geil. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen, halten wir unsere Banner hoch. Stiefeln, was? Stiefel wie... Das Schatten falsch und deshalb rot. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Gehen wir schnell. Was? Stiefel wie... Geben uns unseren schnellen Takt. Wie Trommeln. Denn wir, wer in diesem dunklen, von Träumen heimgesuchten... Der Rechner... Was? Okay, nochmal Leute, ganz sachlich jetzt, okay? Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Das ist klar, das ist gesetzt. Halten wir unsere Banner hoch, Stiefel wie Trommeln, geben uns unseren schnellen Takt. Unser Gemüt ist finster. Denn wer in diesem dunklen, von Träumen heimgesuchten Land wagt es, der Rechter für das Lande... Born. Ja. Okay. Schön. Sprich Freund und tritt ein, ist der Erfolg. Ach, wie geil. Schönes Easter Egg. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen, halten wir unsere Banner hoch. Stiefel wie Trommeln geben uns unseren schnellen Takt. Unser Gemüt ist finster. Denn wer in diesem dunklen, von Träumen heimgesuchten Land wagt es, der rechtschaffenen Flamme des Zorns zu widerstehen und sich selbst zu Verzweiflung und Tod zu verdammen? Das ist eine Rüstung, Leute. Legendäre Ausrüstung. Legendäre Waffen und Rüstungen gehören zu den mächtigsten Gegenständen in Mordor. Die besonderen Fähigkeiten eines legendären Gegenstands sind sofort aktiv. Lege den Gegenstand an und schließe mit den Herausforderungen ab, um seine Stufe zu erhöhen und seine Macht weiter auszubauen. Ich hab Angst. Rüstung des hellen Herrschers. Leute. Oh, ist die schick. Was ist denn jetzt hier hinten? Du kannst legendäre Ausrüstungsset, ihre Boni und deinen Fortschritt zum Abschließen von Herausforderungen im Abschnitt legendäre Sets ansehen. Es gibt Sets! Oh, oh, guck mal hier. Ist doch nicht wahr. Hier! Alter Schwede, es gibt... Was? Ich kann einen Ring finden und anziehen? Gibt's verschiedene Ringe oder was? Es gibt sogar das Banner nachher noch. Ist das das Banner hier schon? Hier ist unser Banner. Man kann echt die ganzen Sachen finden hier. Das Schwert von ihm und alles. Was gibt's denn noch? Heller Herrscher, Blutrache, Marodeur, Maschine, Y, Wild, Dunkel... Mystisch, Schrecken, Kriegstreiber. Boah, guckt euch mal die Rüstung an, Leute. Oh, ist die schick. Oh Mann, gibt's viele Sachen zu tun. Lalalala. Was ist das denn hier? Kritischer Treffer. Bessere Chance, im Nahkampf kritische Treffer zu landen. Das kaufen wir uns. Wir sind gerade sehr auf Nahkampf getrimmt, ne? Na gut, das haben wir auch geschafft. Cool, ist das Hammer. Was gibt's denn bitte alles zu tun?
Wir müssen jedes Rüstungsset sammeln, Leute. Wisst ihr, was mit? Oh, ich freue mich so. Wirklich. Das ist jetzt aber seit langem, dass ich mal wieder so richtig, richtig Lust habe, ein Spiel jetzt so an einem Tag durchzuspielen. So einfach morgen nicht zur Arbeit gehen, sondern ein Spiel durchspielen. Das wäre doch mal was, oder? Ich bin ein bisschen krank. Aber guckt mal, wie schick die aussieht, die Rüstung. Und dazu noch der Umhang und das Schwert und so weiter. Oh, Entschuldigung. Okay. Ja, ich würde sagen, kommt. Oder? Was kostet schon die Welt? Was denn hier? Nee, das ist aber sehr schwierig, ne? Ach, das ist... Ist das für die Rüstung? Das ist die Rüstungsaufgabe, oder? Ist das für unsere Rüstung jetzt mal ganz kurz? Eit. 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 Nee. 16% weniger Schaden durch Fernkampfangriffe. Wie viele waren das? 30? Das ist echt übel, ne? Wir können es mal probieren. Hier ist auch ein Schnellreisepunkt direkt neben. Ich würde sowieso die nächste Aufgabe, Hauptaufgabe, lieber erst beim nächsten Mal starten, leider. Oh, ich will weitermachen. Okay, runter. Den dreckigen Tag. Wer von uns ist hier dreckig? Wie ich überlebt habe? Tja, ich könnte dich töten, aber dann müsste ich's verraten. Mir fehlt ein Auge. Och nee. Och nee. Das ist auch schon ein bisschen pervers gerade, oder? Schon krass. Oh Mann, ich hasse das. Oh, Fernkämpfe sind aber richtig übel. Wie krieg ich den jetzt besiegt, wenn der einfach immer abhaut? Okay, jetzt habe ich den. Einmal. Kann ich den irgendwie jetzt von hinten pieksen? Ja, es klappt, okay. Den wollte ich doch gar nicht töten. Den wollte ich töten. Okay, wie auch immer, das waren glaube ich gar nicht wir. Egal, der ist tot, der liegt... Egal. Egal. Boah, das ist eklig, ne? Dass er einfach wieder da ist mit dem Loch im Auge. Gondoraner-Dolch. Oh. Ja, ist ein bisschen schade, ne? Wegen dem Schwert, ne? Das Schwert unseres Sohnes, klar. Aber guck mal hier. Erhöhter Schleichangriff. Okay, hier ist die Aufgabe übrigens. Mit Stufenaufstieg? Gar nicht gesehen. Glaub schon. Egal. Die Aufgabe. Was sieht das gut aus? Angetrieben vom einen Ring war Celebrimbor schier unaufhaltsam auf dem Schlachtfeld. Ich glaube, wir spielen Celebrimbor. Gedenke seiner Heldentaten, indem du 30 Feinde besiegst. Ja, tatsächlich. Das ist die Aufgabe. Ehrgeiz hatten wir zur Genüge. Ich hatte den einen Ring. Nicht Sauron. Er würde es nicht wagen, sich gegen mich zu stellen. Doch er tat es. Effekte Konter. Trefferserie von 30. Ich versuche mal einen Misch aus beidem zu machen. Ja, okay. Gleiche Problem wie in Mordor Schatten. Es dürfen nicht mehrere gleichzeitig angreifen. Dann klappt das ganze Spielsystem nicht mehr. Da zum Beispiel. Ne? Wir können eben nicht mehrere gleichzeitig kontern. Das ist ein bisschen problematisch. Na. Nein. Dann 29.
Ach, scheiße. Entschuldigung. Wir haben's. Bin ich mal ein bisschen feige hier. So, wir haben es geschafft, Leute. Huiuiui. 30 Feinde, 10 perfekte Konter und die Trefferserie von 30. Boah, was ist das Hammer. War es Ehrgeiz oder Arroganz, dass ich mich Sauron direkt stellte? Doch hätte der Ring mich nicht verraten und wäre er mir nicht von meiner Hand gerutscht. Wisst ihr was? Mir tun die Sehnen in meinem rechten Arm weh vom Konterdrücken. Was ist das denn hier? Eine Rune? Nicht mitgenommen. Hä? Dolch des Waldläufers, was? War es aber schlechter. Okay, da war gerade wieder eine neue Herausforderung, kann das sein? Was ist das denn hier? Das sind die alten. Okay. Was ist denn hier? Ah, Aglar. Fähigkeit theorisieren freischalten. Okay, oh, meine Hand tut weh, Leute. Oh, was? Ich würde aber sowieso sagen, ich weiß jetzt nicht, sollen wir theorisieren freischalten, das noch machen? Einmal probieren, zumindest. Fähigkeit freischalten, wir haben Fähigkeitspunkte, wo ist denn theorisieren? Hier, theorisieren. Bin wahnsinnig. Tanz vergiften, ist auch nicht schlecht, ne? Bodentodesstoß verkürzt die Dauer von Bodenhinrichtungen. Das ist richtig gut. Okay, das heißt, die Mission ist jetzt verfügbar. Genau. Das heißt, wir müssen da einmal hin. Und da kommen wir von hier aus super raus hin. Oh Mann. Okay, wir probieren es einmal. Ich denke mal, das wird... Na, ich weiß es nicht. Ah, es macht so viel Spaß. Es ist seit Ewigkeiten mal wirklich jetzt ein Moment, wo ich am liebsten gar nicht mehr aufhören würde zu spielen. Solange Gondor dadurch sicher bleibt... So. Einmal nach oben, denn dann wird man uns loben. Einmal nach oben, denn dann wird man uns loben, wie vorher auch. Alion. So. Oh Mann, das war aber echt gerade so intensiv, diese blöden 30 hinzubekommen. Meine Güte. Okay, und ab nach oben. Ich hab Angst. Als er in Mordor einmarschierte, wusste Celebrimbor, dass man Orks am besten auf Linie hält, indem man an den stolzesten von ihnen ein Exempel statuiert. Gedenke dieser Technik, indem du einen Hauptmann theorisierst. Also, ne? Kratsch, 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 kratsch. Ruhm, Agnar. In jener Zeit waren unsere Siege auf dem Schlachtfeld mannigfaltig. Mordor stand uns offen. Besiege nur dein Ziel, werde innerhalb der... Ach du Scheiße. Also müssen wir den abstechen und töten. Wir dürfen keinen anderen töten. Oh, die Orks ein bisschen doof. Dann jetzt gut hin. Entschuldigung. Das war falsch.
Theorisieren ist Y. Nein! Oh Mann, ich hab X gedrückt, es tut mir leid. An sich ja super, ne? Ruhm, Agna. In jener Zeit das ist cool gemacht, oder? Wir haben den Ring der Macht. Mordor stand uns offen. Dann wird mir zu einiges klar, weil ich habe nämlich, ich konnte nicht widerstehen, mir ein Replika bei einem gewissen Videospielhändler des Rings der Macht zu holen. Dann ist das gar nicht der zweite Ring, sondern es ist einfach der Ring hier der Macht, währenddessen Celebrimbor ihn noch besaß. Weil jetzt hat der auch die blaue Aufschrift. Wir haben jetzt aktuell hier den Ring der Macht an, den Sauron nachher hat. Und der leuchtet blau, währenddessen Celebrimbor ihn besitzt. Und das ist das Replika, was man kaufen kann quasi. Tschüss. Boah, das Schwert ist schick von uns, ne? Theorisiere, besiege und werde in der Zeit fertig. Oh yeah. Unser Ruhm in der Schlacht ließ mich glauben, dass wir unsterblich seien. Doch er blendete mich vor der wahren Gefahr. Saurons Ränkespiel im Schatten. Jetzt werde ich das Licht führen und die Schatten aus Mordor bannen. Hoffentlich. Schon wieder was Neues. 1, 2, 3. Das sind die, die wir gemacht haben. Nee, das war's, ne? Keine neue. Ich meine, die drei haben wir alle gemacht hier, ne? Das sind ja die drei, die wir haben. Genau, genau. Nee. Doch, das haben wir auch schon. Okay, dann würde ich sagen, Leute, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit dem hier. Mit der nächsten Hauptaufgabe. Können wir sogar unten den Tunnel markieren. Guck mal hier. Können wir einen Tunnel anzeigen lassen. Irgendwie. Hier unten. Hiermit. Der sehende Stein, das Palantir, oder der Palantir, den Palantir, der Palantir. Minas Ithil wird belagert. Finde den Palantir, bevor die Stadt fällt. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Mittelerde Schatten des Krieges. Gibt es eine neue Fähigkeit? Das hier. Brutale Aggression. Macht kann doppelt aufgeladen werden, was brutale Hinrichtungen freischaltet. Naja. Räuber. Nicht schlecht. Die Beine schießen ist nicht so meins. Was sind hier? Schattenspringer. Geht noch gar nicht. Okay, wird durch Story freigeschaltet. Was ist das hier? Verbesserter Pfeilhage. Gut abgestimmte Konter gewähren ein Elbengeschoss. Das ist ja auch gut, ne? Haben wir immer Munition dabei. Das hier? Fernkampf. Explodieren lassen. Der Feuerstelle. Ja gut, das brauchen wir auf jeden Fall. Feuerstellen so auf Distanz explodieren lassen ist richtig gut. Na gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Mittelerde Schatten des Krieges. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, Leute.